Herzlich willkommen zu diesem Lehrfilm zum Thema Kernphysik. Wenn man das Wort Kernphysik hört, denkt man vermutlich unwillkürlich an Kernkraftwerke, aber das Thema ist weitaus komplexer. Es geht um den Zerfall von Kernen, es geht um die Masse von Atomkernen und um den sogenannten Massedefekt. Es geht um Kernreaktionen sowie um Kernfusion. Und darum, wie Sterne funktionieren. Ebenso geht es schließlich um Kernspaltung und die Funktionsweise von Kernkraftwerken. Wir beginnen mit etwas, das uns bekannt ist, nämlich dem Alpha-Zerfall von Atomkernen. Wir haben das bisher einfach so hingenommen, dass manche Atomkerne das machen. Wir wollen jetzt die Frage beantworten, wie das überhaupt möglich ist. Denn immerhin besitzt das Alpha-Teilchen nach diesem Zerfall eine kinetische Energie und die muss irgendwo herkommen. Das bildet jetzt den Ansatzpunkt zur Untersuchung der Energieprozesse in diesem Vorgang des Kernzerfalls. Ja, welche Energien sind hier involviert? Sehen wir uns als Beispiel an, wie ein Radiumkern zerfällt in einen Radonkern und einen Heliumkern, den das Alpha-Teilchen ja darstellt. Und wir fragen uns, was das energetisch bedeutet. Energieerhaltung sagt, die Energie des Radiumkerns vor dem Zerfall ist gleich der Energie des Radonkerns nach dem Zerfall plus der Energie des Heliumkerns nach dem Zerfall. Die drei Energien sehen wir uns genauer an. Die Radonenergie, Verzeihung, die Radiumenergie ist gleich der Ruhemasse des Radiumkerns. Der Radonkern ist ebenfalls mehr oder weniger in Ruhe nach dem Zerfall und hat damit nur seine Ruheenergie. Der Heliumkern aber hat eine Geschwindigkeit und hat deswegen nicht nur seine Ruhmasse, sondern auch eine kinetische Energie. Die drei Terme kann man dann in diese Gleichung hier einsetzen und erhält das hier. Hier kann man, weil in jedem Summanden c² steht, dieses c² ausklammern und erhält dann diesen Term. Jetzt sieht man in dieser eckigen Klammer steht die Differenz von drei Massen. Und diese Massen sind die Massen von Atomkernen, die man im Tabellenbuch nachsehen kann. Und wenn ich das einsetze, erhalte ich diese drei Werte. Das kann ich ausrechnen und bekomme dann für die kinetische Energie des Heliumteilchens 0,005227 U mal C². Das U ist die atomare Masseneinheit, die setze ich mal in Kilogramm ein. Und das C² hat den bekannten Wert. Es kommt schließlich heraus 7,8 mal 10 hoch minus 13 Joule für die kinetische Energie des Heliumteilchens. Jetzt ist es so, dass das ein kleiner Wert zu sein scheint, aber das Heliumteilchen hat natürlich eine sehr kleine Masse. Und deswegen könnte doch die Geschwindigkeit ganz erheblich sein und wir wollen sie ausrechnen. Welche Geschwindigkeit hat dieses Alpha? Kinetische Energie hatten wir ausgerechnet, die ist gleich ein halber V². Wenn wir das nach V umstellen, bekommen wir diesen Term. Wir setzen die bekannten Werte ein. Für das U setzen wir wieder den bekannten Wert in der Einheit Kilogramm ein, aus dem Tabellenbuch. Und bekommen 1,53 mal 10 hoch 7 Meter pro Sekunde
also eine irrsinnig hohe Geschwindigkeit. Am besten vergleicht man das mit der Lichtgeschwindigkeit, indem man durch dieselbe dividiert und bekommt 5,1 mal 10 hoch minus 2, also 5,1%. Was bedeutet das Alpha-Teilchen aus diesem Kernzerfall hat 5,1% der Lichtgeschwindigkeit. Das ist doch ein sehr überraschendes Ergebnis. Jetzt haben wir das ohne Mühe gerechnet mit all den Methoden, die wir halt kennen, um solche Energieerhaltungsproblematiken zu lösen. Ein Kernphysiker würde das aber anders rechnen. Und genau das sehen wir uns jetzt an. Im Tabellenbuch steht nämlich außer der Kiloangabe für U noch eine Angabe in MeV durch C². MeV bzw. Elektronenvolt sind uns bekannt als Energieeinheit. Wenn man das durch C² dividiert, bekommt man eine Kilogrammeinheit. Das ist uns klar. Also kann man das so ausdrücken. Wieso macht man das aber so in der Kernphysik? Wir probieren es mal aus. Wir hatten diesen Term herausbekommen für die kinetische Energie von unserem Alpha-Teilchen. Ich gehe mal ein paar Seiten zurück, damit wir uns davon nochmal überzeugen können. Das war hier. Kinetische Energie des Alpha-Teilchens ist gleich das hier. Und das habe ich jetzt einfach hier unten hin nochmal abgeschrieben. Und jetzt setzen wir das U nicht in dieser Einheit Kilogramm ein, sondern wir setzen es ein in der Einheit MeV durch C². Und jetzt merken wir, dass sich hier das C² sofort wegkürzt und ich erhalte eine Angabe in Megaelektronenvolt. Nämlich diese kinetische Alpha-Energie beträgt 4,87 Megaelektronenvolt. Und das ist eben die Einheit, die Energieeinheit der Kernphysik. Nicht Joule, weil dann sind es 10 hoch minus 7 oder 10 hoch minus 14 oder irgendwas Winziges, sondern wir benutzen Megaelektronenvolt als Energieeinheit, weil wir hier handliche Zahlenwerte haben. Ebenso ist die Masseneinheit, die wir haben in der Kernphysik, eben nicht Kilogramm, sondern sie ist MeV durch C². Ebenso wollen wir jetzt die Geschwindigkeit des Alpha-Teilchens ausrechnen. So wie ein Kernphysiker das machen würde. Die kinetische Energie ist dann halb mv Quadrat. Eben für v erhalten wir wie zuvor die bekannte Formel. Und jetzt werden wir an der Stelle für u nicht die Kilogramm, den Kilogrammwert einsetzen, sondern den Wert in der Einheit MeV durch C². Und dann merkt man, als erstes, jetzt kürzen sich die MeV weg und man hat das C² übrig, was dazu führt, dass man das Ergebnis sofort in der Einheit C bekommt, nämlich 5,11% mal C, sodass man sofort sieht, aha, 5,1% der Lichtgeschwindigkeit hat unser Alpha-Teilchen. Von dort könnte man dann natürlich ausrechnen, wie schnell es in der Tat ist und bekommt wieder den Wert, den wir vorher ausgerechnet haben. Insgesamt sieht man, dass doch die ganze Rechnerei einfacher wird in den Einheiten MeV durch C² bzw. MeV. Jetzt sollte jeder in der Lage sein, die Aufgaben 1.1 und 1.2 zu rechnen.